Ja, herzlich willkommen zu einem allerersten VFAQ, FAQ, Frankly Asked Questions Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Und es haben mich zwar noch nicht viele gefragt, aber ich mache dieses FAQ gerne. Und zwar, mit was für einem Mikrofon nehme ich auf? Und mit welchem Sound, was für ein Soundinterface habe ich dazu? Nun, als Mikrofon nehme ich kein billiges Mikrofon. Nein, ich habe das Rode NT1A Komplett Voice Recording Mikrofon für 190 Euro rund. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Mikrofon sehr zufrieden. Ich benutze das Mikrofon jetzt seit, ich glaube, circa 2 Jahren bei meinen Aufnahmen. Ich hoffe, man hört auch den Unterschied. Und das, was ihr wahrscheinlich ab und zu noch hört, wie jetzt das hier, ist wahrscheinlich der Lüfter. Ich habe mir jetzt schon von meiner Grafikkarte auf das niedrigste runtergedreht, was geht. Ebenso von der CPU im BIOS oder im UEFI-BIOS. Und noch leiser kann ich es einfach nicht machen und deswegen extra eine Wasserkühlung anzubauen, nee, das bringt es für mich zumindest nicht. Ja, und es ist ein Großmembranmikrofon, sehr rauscharm, hat eine Nierencharakteristik, also wenn ich jetzt hier von der Seite mal rede oder mal von da hinten rede, ja, also ich finde das ziemlich cooles Mikrofon, ich kann es auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und es wird eben mitgeliefert ein Klinkenkabel, Mikrofon, Tasche und der Popschutz. Als Soundinterface habe ich das Alsys IO2 oder I0, nie IO2. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Soundinterface und kann das wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Aufnahmen machen will. Es hat zwei Anschlüsse hier und ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Also ich finde das Ding richtig, richtig cool. Und eben, es wird ein Kabelloch mitgeliefert, das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, aber es ist auch einigermaßen Profi-Gerät. Ich wollte mir nicht unbedingt einen Mischpult deswegen kaufen, deswegen habe ich zu einem Soundinterface auf ein Soundinterface zurückgegriffen. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Findet ihr die Kombination, die ich jetzt habe, gut und findet ihr eher nah? Da hätte ich was Besseres finden können. Ich bin mir sowieso auch am Überlegen, ob ich mir nicht eventuell bald ein neues Mikrofon bzw. ein neues Studiomikrofon kaufen werde, da mein Rode NT1A doch jetzt bald langsam ein bisschen alt wird. Also, ich meine, ich habe es ja schon, wie gesagt, seit 2, 3 Jahren setze ich es circa ein und ich möchte mich einfach von der Qualität her noch mehr verbessern. Und deswegen ist die Frage an euch da draußen, soll ich mir jetzt ein neues Mikrofon zulegen oder soll ich einfach an der Einstellung mal ein bisschen rumschrauben? Weil, wenn ich jetzt so nah dran bin, dann hört ihr natürlich klar übersteuern, obwohl ich den Pegel auf fast null gesetzt habe. Aber wenn ich es natürlich solo auch mache, klar, dann erschreckt ihr euch natürlich. Deswegen natürlich auch nicht. Deswegen habe ich das Ganze links eingesteckt und den Pegel auf null. Bei beiden Reglern auf null gesetzt. Vielleicht kann mir da irgendjemand noch helfen, weil ich meine, ich habe auch noch nicht ausgelernt und ich bin auch wirklich froh über konstruktive Kritik, Feedback aller Art, damit ich mich noch mehr verbessern kann, damit ich euch noch eine bessere Qualität abliefern kann, wie sie jetzt schon ist. Übrigens, kurz noch, hat zwar nichts mit diesem Video zu tun, aber ich suche immer noch jemanden, der für mich ein Intro erstellt und ein Outro erstellt. Der kann sich gern bei redaktion@linux-windows-machhilfe.de bei mir melden. Ja, das war ein guter Satz. Ja, das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.